Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch mal zeigen, wie einfach man eine Haustür einstellen kann, wenn die nicht mehr richtig zugeht. Habt gemerkt, ich muss da richtig dran reißen. Wie einfach das geht, möchte ich euch zeigen. Und zwar müsst ihr hergehen, boah, komm auf das Ding hier, und zwar diese Schlossfalle, die muss eingestellt werden. Hier an diesen Schrauben macht ihr gar nichts. Das ist nur die Befestigungseinheit hier für die Schlossfalle. Dieses kleine Bauteil können wir an diesen Schrauben einstellen. Bevor ihr das aber macht, überprüft die Einstellung von eurer Eingangstür. Das habe ich in einem separaten Video gemacht. Das zeige ich euch jetzt hier nicht. Das Video verlinke ich euch mal oben in die Ecke. Überprüft die Einstellungen und dann die Einstellung. Ganz einfach. Diese beiden Schrauben hier, nur die kleinen Schrauben, die könnt ihr lösen. Und darüber wird... Und darüber wird die Schlosseinheit, die Schlossfalle eingestellt. Ihr könnt es jetzt sehen, diese kleine Platte, die kann ich jetzt hin und her schieben, so wie ich sie möchte. Und ihr müsst für euch jetzt die Einstellung finden, wie die Tür vernünftig schließt. Meine Empfehlung, das sollte hier eine Linie ergeben. Die ganze Einheit habe ich jetzt ein klein wenig herausgezogen. Diese Einheit war zu weit drin. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie einfach diese Tür jetzt wieder schließt. So einfach wird eine Tür eingestellt. Ihr müsst aber aufpassen, das darf nicht zu locker sein. Nicht, dass die Tür nicht mehr in der Dichtung anliegt und der ganze Wind hier einfach in eure Wohnung kommt. Das war ein ganz kurzes Video zum Einstellen einer Haustür. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich freuen, wenn ich euch hier helfen kann, weil das kostet ja auch Heizkosten, wenn die Tür undicht ist und weil die einfach zu weit absteht. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr einfach gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.